Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser kleinen zweiteiligen Serie soll es darum gehen, wie ich mich ernähre, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, um Muskulatur aufzubauen und Fett zu verlieren. Ich zeige euch einfach beide Tage. Ich habe zwei verschiedene. Ich habe einen Tag, an dem ich nicht trainiere. Das ist der Tag heute, dieses erste Video. Und morgen zeige ich euch ein zweites Video, wie ich mich ernähre an einem Trainingstag. Das sind zwei komplett unterschiedliche Tage. Bitte achtet darauf, dass die Makros natürlich auf mich gemünzt sind, aber ihr hattet danach gefragt, darum zeige ich euch das gerne und wünsche euch viel Spaß dabei. Wir haben 8 Uhr, das ist meine erste Mahlzeit, das sind 80 Gramm Haferflocken, 30 Gramm Whey-Isolat, 10 Gramm Nussbutter, 10 Uhr, Mahlzeit, dö. Ach, für die Leute, die sich noch daran erinnern können, Entrecote. So, es gibt 70 Gramm Brot, es gibt 50 Gramm Wurst unter 2% Fett, es gibt 50 Gramm Avocado, es gibt 50 Gramm Gemüse unter 5% Kohlenhydrate. Und hier habe ich noch so einen 0,2% Aufschnitt für den Fall, dass die Avocado nicht als Aufschnitt reicht. Das ist meine Lieblingsmahlzeit und wir sehen uns gleich bei Mahlzeit 3. Punkt 12 Uhr, Mahlzeit Nummer 3. 150 Gramm Hühnchen, 100 Gramm Gemüse und 100 Gramm Kartoffeln. Was hier aussieht wie Pommes, sind einfach nur Kartoffeln in Pommesform geschnitten. Der Kopf ist halt ein bisschen mit. Wir haben 14 Uhr, Mahlzeit Nummer 4. 50 Gramm Haferflocken, 50 Gramm Whey-Protein, 50 Gramm Obst und 10 Gramm Erdnussbutter. Punkt 16 Uhr, Mahlzeit Nummer 5. 100 Gramm Gemüse mit 150 Gramm Gambas. Ich habe mir Salat genommen, weil ich hierbei schon in einem Bereich bin, wo ich Hunger kriege, weil das Volumen von dem kompletten Essen nicht so viel ist und Salat etwas mehr stopft. Als Dose dazu nehme ich diese Kettofit-Dose. Nicht wirklich das Gesündeste, was es gibt, aber kein Fett, kein Zucker, kaum Kalorien und man kriegt runter. Und Punkt 18 Uhr, die letzte Mahlzeit. 30 Gramm Macadamianüsse und 200 Gramm griechischen Joghurt. Das war mein Tag. Wie ihr seht, ist es relativ häufig zu essen, bei dieser Ernährung aber auch wirklich ratsam. Und wenn ihr es gerne ausprobieren wollt, gerne. Und morgen kommt der zweite Teil, in dem ich euch zeige, wie ich an einem Trainingstag esse. Einen schönen Tag euch.